Die Bundesregierung, sie will mehr Macht im Kampf gegen die Corona-Pandemie und sich vor allem nicht mehr von den Ländern auf der Nase rumtanzen lassen. Deshalb kommt bereits am Vormittag das Kabinett zusammen, um das verschärfte Infektionsschutzgesetz zu verabschieden. So soll die dritte Corona-Welle mit einer bundesweiten Notbremse gebrochen werden. Damit wäre der Bund berechtigt, selbst diese Notbremse, wie zum Beispiel Ausgangssperren oder Schließungen des Einzelhandels, in stark betroffenen Landkreisen zu ziehen. Doch der Widerstand gegen die Pläne der Großen Koalition reißt nicht ab. Erst Corona-Test, dann Lernen. Präsenzunterricht in Nordrhein-Westfalen zumindest für die Abschlussklassen. Doch nur solange die 7-Tage-Inzidenz unter 200 liegt. Das sieht der Gesetzesentwurf zur Notbremse des Bundes unter anderem vor. Schulen sollen also ab einer 200er-Inzidenz schließen müssen. Überschreitet ein Landkreis an 3 Tagen in Folge die 100er-Marke, gilt, nur noch ein Hausstand soll sich pro Tag mit nur noch einer Person treffen dürfen. Besonders umstritten die nächtliche Ausgangssperre von 21 Uhr bis 5 Uhr morgens. Generell unverhältnismäßig. Betroffen wären ja zum Beispiel ein älteres Ehepaar, beide schon geimpft, die nicht mehr zum Abendspaziergang alleine vor die Tür treten dürfen. Das bringt gar nichts. Auch viele Ministerpräsidenten sträuben sich. Vor allem solle nicht nur der Inzidenzwert alleine über Lockdown-Maßnahmen entscheiden, sondern auch beispielsweise die Auslastung der Intensivstationen. Das fordern Sachsen und das Saarland. Und Niedersachsen wiederum schlägt zur Bewertung vor, zum Beispiel Impfquoten, um mal als Beispiel zu sagen. Wir gehen ja davon aus, dass wir jetzt von Woche zu Woche immer größere Teile der Bevölkerung einfach geimpft haben werden. Bedeutet, es wird noch kräftig gerungen um das neue Infektionsschutzgesetz, das der Bund heute auf den Weg bringen will. Heftigen Streit soll es bereits am Sonntagabend in einer Videoschalte der Länder mit Kanzleramtschef Braun gegeben haben. Hessens Ministerpräsident Bouffier soll sogar gefragt haben, ob die geplante Gesetzesänderung möglicherweise rechtswidrig ist.